Der Fuchs hat den Hund angegriffen. Was dann geschah, ist unglaublich. Es ist nicht schwer zu glauben, dass Hunde und Katzen gute Freunde sein können. Wir haben ein unterhaltsames Video gefunden, das zeigt, wie verschiedene, aber gleichermaßen geliebte Haustiere miteinander auskommen. Es gibt jedoch noch eine andere ungewöhnliche Freundschaftsgeschichte zwischen einem Haustier und einem wilden Tier, die wir Ihnen erzählen möchten. Die Geschichte handelt von Tinny und Sniffer, einem Hund und einem Fuchs, die unzertrennliche Freunde wurden. Tinny gehört Torben, einem norwegischen Fotografen. Ihr Zuhause liegt am Rande des Waldes und Torben geht gerne mit Tinny spazieren. Eines Tages gesellte sich ein kleines Fuchsjunges zu ihnen. Er begann mit Tinny zu spielen und bald folgte er dem Hund auf Schritt und Tritt. An diesem Tag machte Torben zum ersten Mal ein paar Fotos, ohne zu ahnen, dass dies der Beginn einer besonderen Freundschaft sein würde. Der Fuchs begann regelmäßig das Haus des Fotografen zu besuchen, um mit Tinny zu spielen. Torben gab ihm den Namen Sniffer, was so viel wie Schnüffler bedeutet. Es ist beeindruckend, denn normalerweise wären Hunde und Füchse aufgrund ihrer unterschiedlichen Domestizierung Geschichtenfeinde gewesen. Doch Torben hatte das Glück, eine einzigartige Freundschaft zwischen den beiden zu beobachten. Sniffer ging oft mit Tinny spazieren und Torben folgte ihnen, beobachtete und machte Fotos. Diese ungewöhnliche Freundschaft inspirierte Torben so sehr, dass er sogar ein Kinderbuch darüber schrieb. Das Buch wurde sogar in Russland veröffentlicht. Leider endete die Geschichte nicht glücklich. Irgendwann kam Sniffer nicht mehr zum Haus des Fotografen. Torben vermutet, dass er möglicherweise von Jägern gefangen wurde. Trotzdem wird die bezaubernde Freundschaft zwischen Tinny und Sniffer sowie die Fotosammlung und das Buch immer in Torbens Herzen bleiben. Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat, geben Sie dem Video doch einen Daumen nach oben, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke, um keine weiteren faszinierenden Geschichten zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.